Benny sagte heute Morgen, zeigte mir die Biografie von Lumbumann und zeigte auch dieses Foto von ihm. Also der, sozusagen der Vater unserer Waldtradition in Thailand. Und dessen Biografie, geschrieben von Lumbumabua, auf dem Cover von diesem Buch ist ein Bild von ihm. Und er sagte, er hätte sich gestern dieses Bild lange angeschaut, weil der erste Eindruck, wenn man dieses Bild sieht, und das ist ein Eindruck, den wohl einige Leute bekommen, er schaut halt sehr scheinbar zunächst mal sehr grimmig oder sehr ernst. Und dann sagt er aber, er hätte sich das Bild dann länger angeguckt, sozusagen fokussiert auf dieses Bild. Und je länger er das Bild betrachtet hat, umso mehr hat sich dieses Bild verändert. Die Gesichtszüge, ne, sich verkehrt von ernst, von grimmig zu freundlich, zu liebevoll, zu mitfühlend. Und es schien so eine endlose Möglichkeiten schienen sich aufzutun bei der Betrachtung des Gesichts von Thanh Chon Man. Und dann hat mich so ein bisschen angestoßen, ein paar Ideen gegeben, worüber ich vielleicht heute Abend sprechen könnte. Also man fragt sich oft, wie, wenn man diese Meister sieht, oftmals hat man nur die Bilder oder man kennt die Vorträge, hat sie gelesen oder gehört. Ich hatte den durch die Gelegenheit, einige dieser Lehrer kennenzulernen. Ja, oftmals fragt man sich so, was sind sie denn jetzt? Oder wie sind sie denn jetzt? Oder, ne? Und dann muss ich so ein bisschen an Ajahn Chah denken, der eigentlich alles sein konnte. Warum? Weil er nämlich nichts war. Je freier wir sind, der befreite Geist kann jede Form annehmen. Wenn wir nicht befreit sind, wenn wir unfrei sind, wenn wir fixiert sind, festgelegt sind, dann sind wir damit begrenzt auf unsere sogenannte und allzu sehr geschätzte Individualität, die ja oft in unserer heutigen Gesellschaft so gepriesen wird. Ja, und Ajahn Chah, es gibt sogar ein kleines Büchlein von Ajahn Chah, es heißt No Ajahn Chah, kein Ajahn Chah. Und jeden, den man fragt, Leute, die mit diesen Meistern gelebt haben, erzählen andere Anekdoten. Schreiben, Ajahn Mahbua habe ich geschrieben gehört, als sehr ernst und sehr strikt und sehr streng. Und wieder von anderen habe ich ihn beschrieben gehört, als unglaublich viel jemand, der unglaublich viel Mitgefühl und Einfühlungsvermögen hatte. Andere haben seine psychischen Fähigkeiten gepriesen, andere seine Weisheit. Und so könnte man sagen, jedem seinen Ajahn Chah oder jedem seinen Ajahn Man, jeder sieht, projiziert in die Menschen, die wir schätzen, achten, vor denen wir Hochachtung haben. Jeder projiziert irgendwo was anderes auf diese Menschen. Wir, je nachdem, wo wir stehen mit uns selbst, versuchen wir natürlich in unserem Gegenüber, in den Leuten, zu denen wir aufschauen, die Dinge zu sehen, die wir irgendwo brauchen, suchen. Und wir erfahren auch gerade in solchen Meistern immer genau die Qualität, die für uns zutreffend ist. Das ist das Geniale an jemanden, der selbst seinen Geist geläutert hat, befreit ist, eben nicht mehr festgelegt, fixiert ist. Er kann sich viel besser, viel mehr einlassen auf die notwendigen Dinge, die eben derjenige braucht, der zu ihm kommt. Und so könnte man sich fragen, bei all diesen Qualitäten, die für verschiedene Leute unterschiedlich in unterschiedlicher Form herausstehen bei diesen Meistern. Was sind denn das für Qualitäten, die sie eigentlich zu dem gemacht haben, was sie sind? Ist es, weil sie so zäh waren? Ist es, weil sie so viel
Aushaltevermögen gehabt haben? Ist es, weil sie so viel Geduld gehabt haben? Ist es, weil sie so viel Mitgefühl gehabt haben, so viel Liebe, so viel Hingabe, so viel Vertrauen? Welche Qualitäten sind die Qualitäten, die sie nicht nur in ihrer befreiten Situation auszeichnen, sondern was sind die Qualitäten, die sie zu dem gemacht haben, was sie sind? Und damit natürlich verbunden die für uns wichtige Frage, was sind die Qualitäten, die wir zu entwickeln haben, um auf diesem Weg zur Befreiung des Geistes voranzukommen. Und möglichst schnell und möglichst angenehm. Und ohne viel Aufwand, weil wir sind ja alle faul. Wo ist der Trick? Was sind die Dinge, die wir brauchen, um auf diesem Weg voranzukommen? Und klar, man könnte natürlich sagen, sind all diese Qualitäten. Letztendlich geht es nämlich in Wirklichkeit darum, zu schauen, wann wir welche Qualitäten oder wann wir welche Dinge herausbringen müssen in uns und wann eben andere. Und sicherlich von Charakter zu Charakter verschieden wird der eine mehr oder weniger von den einzelnen Qualitäten haben. Das ist mit Sicherheit auch der Fall. Aber um nochmal auf diesen verwirklichten Meister zu kommen, die zum Beispiel diese Qualitäten der man nennt sie im Deutschen, glaube ich, himmlischen Weilungszustände, also diese Qualität von Liebe, von Gutmeinen, Wohlwollen, ne, die Qualität von Mitgefühl, die Qualität von Mitfreude, Qualität von Gleichmut. Diese vier Qualitäten sind ausbalanciert in einem befreiten Geist. Er hat sie jederzeit zur Verfügung und wird sie entsprechend anwenden, wenn sie gebraucht werden. Es ist nicht, dass der eine Lehrer mehr Gleichmut hat als Mitgefühl. Das ist die Auszeichnung, wenn jemand, der diese Qualitäten perfektioniert hat in seinem Geist, der hat, die sind ausbalanciert, die sind ausgeglichen. Aber sicherlich kommen diese Qualitäten zu verschiedenen Zeiten unterschiedlich zur Geltung, eben wie es die Situation erfolgt. Also zum Beispiel Ajahn Chah ist oft gefragt worden, wie gehst du denn mit diesen Westlern um? Die kommen dann nach Thailand, die sprechen kein Wort Thai. Wie lehrst du die denn? Du kannst kein Englisch, kein Deutsch, kein Japanisch, kein Chinesisch, kein Fränkisch. Und die können meistens kein Thai. Ja, und er hat dann immer so Sprüche gebracht wie, ja, wie? Ihr seid doch Reisfarmer. Sprecht ihr Büffel? Sprecht ihr Kuh? Und wie trainiert ihr eure Büffel und eure Kühe? Wenn die zu weit nach links gehen, dann zieht er nach rechts. Und wenn die zu weit nach rechts gehen, dann zieht er nach links. Und ein anderer hat gesagt, wie ist ja ganz einfach. Es ist, als wenn ein Mann auf mich zukommt, auf einer großen Straße. Und wenn ich sehe, der geht zu weit nach rechts, dann sage ich links. Und wenn er zu weit nach rechts links geht, dann sage ich rechts. Und so diese Fähigkeit, auf Leute zuzugehen oder die Leute da abzuholen, wo sie sind. Das ist auch eine Auszeichnung von jemandem, der Qualitäten, Lehrerqualitäten hat. Und ich denke, die meisten von uns, für uns ist die Meditation steht oftmals gerade für Westler oftmals im Vordergrund, im Bestreben, spirituellen Bestreben. Das Interesse ist oftmals über den Weg der Meditation, obwohl auch oft über den intellektuellen Zugriff, über diese faszinierenden Lehraussagen des Buddhas, die einfach so schlüssig sind, dass sie jeden intelligenten Menschen sofort irgendwie als unglaublich wertvoll erscheinen werden. Aber wenn wir uns die Praxis anschauen, dann ist es ja ein Hinbewegen zu feineren
Dingen, feineren Geisteszuständen, in der Meditation ein Wegkommen von gröberen Dingen, in dem Sinne, dass wir, wenn wir sehen, dass eine Sache eine Bürde ist, wenn wir eine Sache als unheilsam erkennen, dann ist unsere Aufgabe, davon loszulassen. Wenn wir eine Sache als heilsam erkennen, ist unsere Aufgabe, diese Sache zu fördern, zu praktizieren, zu entwickeln, zu entfalten. Und für diesen Prozess zwischen, also diese Bewegung hinweg vom Unheilsamen, vom Groben, hin zum Heilsamen, zum Feineren, da brauchen wir halt diese verschiedenen Qualitäten zu unterschiedlichen Zeiten. Und zum Beispiel diese Zähheit, diese Kraft, dieses Aushaltevermögen, diese Geduld, diese Fähigkeit, einfach mit unangenehmen Situationen einfach nur zu sein, ohne sie jetzt wegzuwünschen oder mit Händen und Füßen zu versuchen, sie zu vermeiden. Ja, sich einer Situation hingeben, egal wie diese Situation geartet ist. Oftmals brauchen wir Geduld. Ja, letztlich für die hier waren, als ich die Savastava Sutta vorgelesen habe, ein bisschen versucht habe zu erläutern. Na, da ging es ja genau um die Dinge, die wir mit verschiedenen Herangehensweisen, wie wir mit verschiedenen Herangehensweisen diese Dinge trainieren bzw. verändern können. Wie wir diese sogenannten Ausflüsse des Geistes hinaus zu den Phänomenen, wie wir diese Sachen bremsen können. Zum Beispiel, gewisse Dinge müssen wir benutzen, wie es in dieser Sutta war. Und wir kommen nicht drum herum. Wir müssen essen, wir müssen Kleidung tragen, wir müssen ein Dach über dem Kopf haben. Und dann müssen wir auf eine geschickte Weise damit umgehen. Andere Dinge müssen wir vermeiden. Weil wir wissen, wenn wir uns in diese Situation begeben, wenn wir uns mit diesen Dingen abgeben, ist die Tendenz, dass unheilsame Geisteszustände aufkommen. Also vermeiden. So. Und ich sag mal, diese Willenskraft, diese Anstrengung oder diese Fähigkeit auszuharren, auszuhalten, Geduld zu üben, ja, brauchen wir oftmals, wenn wir mit unheilsamen Geisteszuständen umgehen oder mit unangenehmen Situationen umgehen. Ja. Während in der Meditation selbst, wenn wir versuchen, den Geist zu stillen, den Geist zu sammeln, zu versuchen, ruhige, zufriedene, freudige Geisteszustände zu entwickeln, zu entfalten, brauchen wir andere Qualitäten. Und genau da ist oftmals der Konflikt. Wir wissen oftmals nicht in der Meditation, welche Qualitäten jetzt in diesem Moment gefragt sind. So spricht der Buddha zum Beispiel von verschiedenen Möglichkeiten, den Geist zu stillen in der Meditation. Und interessanterweise, nach meiner Erfahrung, die Leute, die sowieso sehr viel Lust zum Beispiel haben, die praktizieren unheimlich gerne liebende Güte. Haben sowieso Lust ohne Ende und fühlen sich natürlich dann zu diesem weichen, sanften, zu dieser weichen, sanften Praxis der liebenden Güte, des Mitgefühls hingezogen. Aber diese liebende Güte kann gerade bei einem Lustcharakter natürlich dann auch wiederum unheilsame Gedanken oder Geisteszustände erzeugen. Während die Leute, die sowieso grimmig sind und viel Ärger haben, viel angestauten Hass haben oder sehr viel Fehler suchen, ob bei sich selbst oder bei anderen, immer auf die Fehler von sich selbst und anderen zu schauen, meistens natürlich mehr auf die Fehler von anderen, die praktizieren unheimlich gerne die asketischen Praktiken. Alles, was sehr asketisch und sehr strikt ist und sehr
sehr ernst ist, oder Leichenkontemplation sind die beliebtesten Meditationspraktiken für die Leute, die sowieso schon Ärger und Missmut und eben halt diese Negativität in sich haben. Und das ist genau das, was Satya Chah sagte, ne? Er kann in den Geist dieser Leute schauen, und er sieht genau, wo die dran sind, er sieht genau, was die brauchen, ne? Und wenn die zu weit nach rechts gehen, dann sagt er hier, ne? Eben nicht so viel liebende Güte, lieber vielleicht mal ein bisschen asketische, oder, ne? Nicht so viel Asketentum, ne? Muss man ein bisschen Liebe entwickeln, ein bisschen Hingabe, ein bisschen Vertrauen oder so, ne? Und das ist halt genau das, was wir für uns rausfinden müssen, in unserer eigenen Praxis zu gucken, wie ist mein Charakter, wie bin ich drauf, ne? Was sind die Dinge, die mich bewegen, die meinen Geist sich drehen lassen, ne? Bin ich jemand, der eher zu Ärger und Hass und Missmut tendiert, oder bin ich jemand, der eher emotional überläuft, ne? Und vielleicht eher ein Lustcharakter ist? Oder bin ich jemand, der sehr viel zweifelt? Ne? Bin ich ein Zweifler? Oder, ne, bin ich jemand, der einfach nur faul ist? Oder bin ich jemand, der, was weiß ich, ist mein Geist so rastlos, dass ich niemals für auch nur eine Minute mal innerlich die Klappe halten kann und mal still und ruhig und zufrieden einfach nur da sitzen kann, nichts tun kann. Wie ist mein Charakter geartet? Und dann eben halt zu schauen, wie kann ich hingehen und diese verschiedenen Qualitäten, Praktiken, geschickten Mittel, die der Buddha eben, von denen der Buddha eben spricht, wie kann ich die anwenden, und welches sind die Qualitäten, die in mir sowieso schon eine recht starke Veranlagung haben, wie kann ich die positiv entwickeln, wie kann ich versuchen, die unheilsamen Dinge abzubauen. Und wie gesagt, oftmals, wenn es um die Verunreinigung geht, wenn es um unheilsame Geisteszustände geht, dann diesen unheilsamen Geisteszustand als unheilsamen Geisteszustand zu erkennen, ist erstmal der erste Schritt. Und genau da fängt das Problem an. Die Fähigkeit unseres trickreichen Geistes ist ja gerade, uns unter dem Einfluss der Verunreinigung, also unter dem Einfluss von Gier, von Hass, von Verblendung, uns vorzugaukeln, dass bestimmte Dinge in Wirklichkeit heilsam sind. Das heißt, wir brauchen schon eine Menge Offenheit, Ehrlichkeit, Gewilltheit, genau hinzuschauen, um zu sehen, nee, das ist kein heilsamer Geisteszustand, das ist ein unheilsamer Geisteszustand. Und dann muss ich halt dagegen die Dinge benutzen, wie zum Beispiel die Zähne zusammenzubeißen von Zeit zu Zeit, oder zäh zu sein, hart zu sein, zu sagen, nein, ich gebe mich dem jetzt nicht hin. Ne? Während wenn ich in der Meditation versuche, sowas zu machen, wie meinen Atem zu beobachten, oder liebende Güte zu entfalten, oder ein Mantra zu wiederholen, um den Geist zu sammeln, um den Geist zu stillen, um den Geist zur Ruhe, ja, zu sich selbst, nach innen zu kehren, dann brauche ich andere Qualitäten. Und eine Qualität, die ich so ein bisschen rausbringen wollte heute in dem Zusammenhang, ist diese Sanftheit, diese Weichheit des Geistes, die, na, ich meine, wenn wir mit einer netten Frau zusammen bei Kerzenlicht sitzen, dann ist es unheimlich leicht, weich zu sein. Ne? Dann schmelzen wir sogar dahin. Ne? Dann ist das Herz offen, und ne, alles wird unheimlich schön und schwammig und wunderschön und so. Aber wenn wir so ein Ding wie den Atem beobachten oder ein Mantra wiederholen, ja, oder wirklich eine Absicht im Geist zu entfalten, Güte oder Mitgefühl zu entwickeln, ja, dann dieses Objekt im Geist zu halten,
Das ist ja viel subtiler, ne? Und es spannt einen ja auch nicht so ein. Ne? Es zieht einen vielleicht nicht unbedingt so an, ne? Wie das andere Geschlecht. Ist nun mal die Natur der Dinge. Also sitzen wir da und versuchen den Atem zu beobachten, versuchen eine Absicht zu fassen, es gut zu meinen, ne? Liebende Güte zu entwickeln. Wir versuchen im Geist meinetwegen eine Farbe zu visualisieren oder was auch immer. Es geht ja in der Meditation darum, den Geist auf ein Objekt auszurichten. Ne? Ob es eine Farbe ist, die wir visualisieren, ob es der Atem ist, den wir beobachten, ob es ein Mantra ist, was wir wiederholen, spielt überhaupt keine Rolle. Je nachdem, je nach unserem Charakter, je nachdem, wie wir uns entschieden haben, unseren Geist zu sammeln, über welches Meditationsobjekt, damit sind wir ja dann erstmal dem sind wir ja dann ausgesetzt in der Meditation. Und da, genau an dem Punkt, diese Weichheit, diese Sanftheit, diese, ich will fast sagen, Zärtlichkeit zu entwickeln, ne, diesem Objekt gegenüber, was nämlich dann dieses Objekt interessant macht, angenehm macht, freudig macht, was uns ein Gefühl der Zufriedenheit mit diesem Objekt vermittelt, ne, genau das ist der Trick zur Sammlung des Geistes. Und der Geist der meisten Leute ist viel zu hart. Viel zu hart. Gerade Westler, sehr viel Selbstkritik, immer mit sich selbst am Nörgeln. Ich bin nicht gut genug, ich kann's nicht und überhaupt, klappt das überhaupt und ist das überhaupt das Richtige? Wollen sofort Erfolge, haben Erwartungshaltungen, gehen mit unheimlichen Erwartungshaltungen an diese Sache ran und dann klappt es nicht gleich beim ersten Mal, dann schmeißen wir gleich alles hin. Und da eben, klar, auch an dem Punkt brauchen wir Aushaltevermögen, wir brauchen Geduld, wir brauchen Zähheit. Aber es ist nicht die Zähheit, diese harte Form der Zähheit, es ist nicht dieses Verbissene, ne? Dieses krampfhafte Versuchen, ne? Weil da wird der Geist immer rebellieren. Der Geist wird sich nie beim Atem niederlassen. Er wird sich nie bei seinem Mantra niederlassen. Er wird sich nie im Geiste niederlassen bei irgendeinem Objekt, wenn wir versuchen, den da irgendwo hinzuzwingen. Und dieser fehlersuchende Geist, der immer wieder die negativen Aspekte der Situation, des Meditationsobjekts, der Körperhaltung, was auch immer, herausstellt, ist eigentlich der größte Feind für die Meditation. Und genau da, an diesem Punkt, brauchen wir einfach diese Fähigkeit, diese Sanftheit zu entwickeln. Und da müssen wir uns überlegen, wie kann ich geschickte Mittel entwickeln, um diesen weichen, sanften Geist zu entwickeln. So ein Geist, der eben nicht hart ist. Wenn man sich vorstellt, wie so ein Schwamm, der einfach alles aufsaugt, der einfach alles absorbiert, der einfach mit allem sein kann, der einfach in der Lage ist, die Situation so anzunehmen, wie sie ist. Weil in dem Moment, wo wir die Situation so annehmen, wie sie ist, ist das größte Problem gelöst. Der Kampf, irgendetwas anders haben zu wollen, als es ist, ist erstmal weg. Und mit dem Ende dieses Kampfes, dieses Gezapple, kann auch Ruhe einkehren. Wie kriege ich diesen Geist zu dieser, das Teil, das Pali-Wort dafür ist Mudu. Mudu. Für sanft. Kamaniyam ist das andere Wort. Mudu, Kamaniyam. Oftmals als Synonym benutzt, aber haben doch noch eine andere Qualität. Mudu ist halt diese Weichheit, Kamaniyam ist so wie geschmeidig oder formbar. Das ist also der Geist, der formbar ist, der geschmeidig ist, der sich ja formen lässt, bewegen lässt, der nicht fix ist, nicht rigide ist. Das heißt, ich brauche diese Fähigkeit dieser Sanftheit. Wie können wir die entwickeln? Wie können wir die entfalten? Sie ist da potenziell.
haben wir all diese Qualitäten irgendwo in uns verankert. Aber wir brauchen halt diese geschickten Mittel, um die herauszustellen, um die zur richtigen Zeit anwenden zu können, um sie zu entfalten, zu entwickeln. Er hat gerade zur Perfektion zu bringen. Und da können einfach so Sachen helfen, wie, na, ich weiß nicht, wie der Geisteszustand jetzt von Benny war, als er sich dieses Bild angeschaut hat für längere Zeit. Zum Beispiel so eine Qualität wie Vertrauen. Vertrauen entwickeln in diesem Pfad. Vertrauen entwickeln in die Lehre, in die Wahrheit, in diese Dinge, bringt uns schon wieder an einen ganz anderen Zustand. Wenn ich mit einem gewissen Vertrauen, mit einer gewissen Hingabe diese Praxis aufnehme, hat der Geist gleich eine ganz andere Grundausstattung, ne? Als wenn ich es mache mit der Motivation, jetzt irgendwas erreichen zu wollen oder irgendwas da rauskriegen zu wollen oder irgendetwas wegmachen zu wollen. Indem wir hingehen und diese Offenheit, diese Offenherzigkeit entwickeln. Dieses Offensein für das, was der Moment uns zu bieten hat. Und das verändert sich ja von Moment zu Moment. Heute klappt's, morgen klappt's nicht, dann habe ich eine gute Meditation, dann habe ich eine schlechte Meditation. Heute ist der Geist rastlos, morgen ist er träge. Jetzt hat er dies, jetzt hat er das. Das verändert sich ja ständig. Da am Ball zu bleiben und zu gucken, bevor ich mich überhaupt zur Meditation hinsetze, wie kann ich diesen Geist jetzt in diesen Zustand bringen, wo er offen ist, wo er weich ist, wo er flexibel ist, wo er geschmeidig ist. Natürlich sind das auch Qualitäten, die sich aus der Meditation ergeben. Wenn der Buddha von Mudu und Kamanyang spricht, von dieser Weichheit und dieser Geschmeidigkeit, dann sind es in der Regel die Qualitäten, die sich aus der Sammlung des Geistes ergeben. Und das ist natürlich leicht zu sehen, wenn der Geist aus einer tiefen Klarheit, Stille, inneren Freude und Ruhe herauskommt, na, dann ist er natürlich viel offener, viel geschmeidiger, viel flexibler. Ne? Und dann kann ich mit diesem Geist machen, was ich will. Ne? Den ist wie so ein Tonball. Kann ich kneten, kann ich alle möglichen Formen draus machen. Aber na, wir brauchen ja nicht drauf zu warten. Wir können ja auch genau diese Qualitäten, von denen wir wissen, oder wie ich am Anfang gesagt habe, die Qualitäten, die einen befreiten Geist auszeichnen. Wenn wir uns die anschauen, dann kriegen wir ja auch eine gute Idee, was der Weg dahin ist. Weil es geht ja darum, diese Dinge zu entwickeln. So, für mich zum Beispiel, den Geist weich zu machen, sanft zu machen, ist nach wie vor dieses mich erinnern an Situationen, wo ich mit einigen dieser Lehrer zusammengekommen bin, Gespräche, die ich gehabt habe, Anekdoten, die ich erlebt habe, mich einfach an diese Dinge zu erinnern und mich zu erinnern, wie ich Ajahn Chah gepflegt habe in seinem Krankenbett, was weiß ich, in die diesen Essensschlauch durch die Nase in den Magen gesteckt habe. All solche Dinge, Sachen, die ich einfach nie wieder vergessen werde. Und wenn man sich einfach an solche Dinge erinnert, sich an heilsame Dinge erinnert, dann wird man merken, der Geist verändert sich in dem Moment. In dem Moment, wo ich ganz bewusst heilsame Dinge in den Geist bringe, verändert sich die Grundhaltung, der Grundzustand des Geistes. Und so müssen wir alle irgendwo versuchen, unsere geschickten Mittel zu finden. Ne? Metta, diese liebende Güte, ich fange jede Meditation. Ne? Fange ich damit an, mit diese Qualität von Gutmeinen, von liebender Güte, Mitgefühl,
mit Freude und Gleichmut in den Geist zu bringen. Einfach um den Geist in eine bestimmte Richtung zu stoßen, ja, um den Geist sich, dass der Geist sich in die Lage versetzen kann, diese Qualitäten zu erinnern. Ja, und selbst wenn es nur eine Erinnerung ist, ja, aus dieser Erinnerung kann im Hier und Jetzt wieder ein ähnlicher Geisteszustand entstehen. Die Natur des Geistes ist über Erinnerung, ja, über Erinnerungen, die wir haben, können wir bestimmte Emotionen, bestimmte Geisteszustände hervorrufen. Und so können wir uns eben an die Dinge erinnern, an die Situationen, die Zeiten, die Geistesqualitäten aus der Vergangenheit, die wir erlebt haben, erfahren haben, Situationen, wo diese Qualitäten wirklich in unserem Geist vorhanden waren. Eine andere Möglichkeit auch, je nachdem, wie unser Geist geartet ist, das Leid zu kontemplieren, was entweder mir im Generellen in der Welt herrscht oder das Leid, was einzelnen Individuen, einzelnen Personen widerfährt oder Situationen rekapitulieren, in denen wir selber gelitten haben und dann über diesen Aspekt des Mitgefühls diese Weichheit, diese Sanftheit des Geistes zu kultivieren, zu entfalten oder Vertrauen entwickeln in den Buddha als den Lehrer. Viele Leute, Buddha ist am Anfang erstmal nur ein Wort, mit dem die wenigsten Leute überhaupt viel anfangen können. Aber je länger wir praktizieren, je klarer uns wird, was überhaupt ein Buddha ist. Deshalb chanten wir ja abends auch Tipiso, Qualitäten eines Buddhas, die Qualitäten von Dhamma, seiner Lehre zu reflektieren. Oder wie eben schon gesagt, Sangha als Zuflucht zu reflektieren. Buddha, Dhamma, Sangha werden nicht umsonst als Juwelen beschrieben. Dreifaches Juwel, Buddha, Dhamma, Sangha. Und die Frage ist halt, wie bekommen wir einen Zugang zu diesen Dingen? Ist es über die Auseinandersetzung mit Leuten, ist es über das Zurückziehen in der Meditation, ist es über das Studieren der Lehre, das Lernen, dass wir überhaupt erstmal ein gewisses Repertoire an Dhamma haben, was wir überhaupt erinnern können, reflektieren können. Aber wichtig ist halt auch die andere Seite dann immer wieder hinzuzuziehen, weil dieser negative Geist, dieser Geist, der Fehler sucht, den müssen wir auch als solchen erkennen. Weil den Versuch zu machen, den Geist zu dieser Sanftheit, dieser Weichheit zu führen, setzt natürlich voraus, dass wir unter den Umständen, wenn wir gerade diesen fehlersuchenden, harten Geist unterliegen, dass wir den überhaupt erstmal als solchen erkennen. Und wie gehen wir dann damit um? Wie kriege ich den Geist von diesem Fehlersuchen, von dieser Selbstkritik, von diesem harten Zustand weg? Natürlich, wenn ich die Möglichkeiten habe, die Dinge in den Geist zu bringen, die den Geist sofort weich und sanft machen, wunderbar. Aber es geht ja auch darüber, die Negativität als solche zu erkennen und die Gefahr darin zu betrachten. Das heißt, wenn ich in dem Moment, wo ich erkenne, dass ich diesem harten, störrischen, sturen, fehlersuchenden, nörgelnden Geist unterliege,
Dann kann ich ja auch die Gefahr versuchen, darin zu sehen. Ich muss dem ja nicht unterliegen. Und genau das ist die Sache, die wir oftmals nicht wahrhaben wollen oder nicht anerkennen, ist die Tatsache, dass wir können ja Veränderungen hervorrufen. Wir sind ja nicht dazu verdammt, immer dumm zu bleiben. Wir sind ja nicht auf ewig zur Dummheit verdammt. Das ist halt ein Training. Und wie jedes Training, kostet natürlich Energie, kostet Arbeit, kostet Ehrlichkeit, kostet Hingucken, kostet Zeit. Und wenn ich mich natürlich dann erinnere an die vielen Male, wo mir diese Form des Geistes Unheil oder Leid zugefügt hat, dann kann ich natürlich auch die Negativität dieses Geisteszustandes betrachten und die Gefahr versuchen, darin zu sehen und darüber erstmal von diesem Geisteszustand wegzukommen. Aber ich muss ihn erstmal als solchen erkennen. Und von daher ist immer wieder diese Fähigkeit des Hinschauens, dieses Gewilltsein, sich den Geist wirklich anzugucken. Weil wie oft rennen wir einfach nur weg? Wie oft merken wir gar nicht, wie lange wir uns in irgendeinem unheilsamen Geisteszustand ahlen? Ob es Selbstmitleid ist oder Trauer oder Ärger oder was auch immer. Wie viele Leute sind heutzutage depressiv? Ich weiß nicht, wie viele Leute mittlerweile hier im Kloster waren, die Probleme mit Depressivität haben. Woher kommt das? Weil die Leute eben immer nur die negativen Dinge betrachten. Je mehr ich mein Augenmerk auf negative Dinge richte, umso mehr sehe ich negative Dinge. Je mehr ich negative Dinge sehe, umso weniger sehe ich angenehme, gute Dinge. Je weniger ich gute Dinge sehe, umso mehr depressiver werde ich. Das ist ein Teufelskreis. Aus dem kommen wir nicht raus. Wenn wir nicht wirklich genau hinschauen, das Problem als ein wirkliches Problem erkennen und dann die Anstrengung machen, da was gegen zu tun. Und ganz, ganz wichtig ist, die Gefahr darin zu sehen. Die Gefahr zu sehen, wenn ich mich in diesen Geisteszuständen ahle, dann verstricke ich mich in einen Teufelskreislauf, wo ich auf lange Zeit unter Umständen nicht rauskomme. Und wenn ich den Mut habe, genau hinzuschauen, weil Depression, Problem damit ist ja, es ist ja eigentlich ein sehr diffuser Zustand. Ist ja gar nicht konkret. Oftmals die Leute, die depressiv sind, die können es ja gar nicht unbedingt an einer Sache festmachen, sondern es ist irgendwo so ein schwammiger Zustand. Und diese Schwammigkeit ergibt sich daraus, dass sie eben eigentlich diesen Zustand ja nicht mögen. Und darum gucken sie gar nicht richtig hin. Wenn ich wirklich genau hinschaue, dann sehe ich, da ist ein Gefühl, da ist eine bestimmte Form von Wahrnehmung, da sind bestimmte Gedanken. Die Dinge, die kann ich einzeln mir anschauen. Und ich kann sehen, wie die kommen und gehen. Gedanken kommen und gehen. Gefühle kommen und gehen. Wahrnehmungen kommen und gehen. Emotionen kommen und gehen. Wenn ich die Dinge wirklich unter die Lupe nehme, wenn ich wirklich genau hinschaue, dann sehe ich, da ist nicht irgendein Ball von Depression, sondern da sind verschiedene Aspekte. Da sind verschiedene Dinge, die da ticken. Und die kann ich mir angucken. Und je genauer ich hinschaue, umso mehr bin ich in der Lage zu sehen, was da wirklich passiert. Und dann habe ich auch nicht mehr so eine Angst davor. Und wenn ich nicht mehr so viel Angst davor habe, kann ich noch besser hinschauen. Ja? Und dann kann ich sehen, wie Dinge kommen, die Dinge gehen, die Dinge kommen, die Dinge gehen. Ja? Aber es ist nicht alles. Dieser Zustand macht nicht mich, nicht allein dieser Zustand macht mich aus, sondern das sind nur bestimmte Teilaspekte von Geisteszuständen, die von Zeit zu Zeit kommen und wieder gehen. Entsprechend irgendwelcher Bedingungen, dann sind sie wieder weg. Und dann kann ich hingehen und auch mein Augenmerk oder meine Aufmerksamkeit, meine Geistesgegenwart auf andere Dinge richten, die genauso da sind, aber die ich vorher nicht gesehen habe.
Und wenn ich dann sehe, hey, da sind aber noch eine Menge gute Dinge, da sind auch andere Möglichkeiten, da sind auch andere Gefühle, da sind andere Gedanken, dann kann ich versuchen, diese Gedanken zu füttern, zu schüren, zu ermutigen, und langsam aber sicher kann ich mich aus diesem Morast rausziehen. Ein anderes Problem ist natürlich auch Zeit. Viele Leute haben nicht die Zeit, sich wirklich mit diesen Dingen auszugeben, abzugeben oder auseinanderzusetzen, obwohl es eigentlich so wichtig ist. Aber wir haben immer Ausreden für Dinge, die wichtiger sind. Dann schleift sich's ein und wird einfach zum Normalzustand. Wenn irgendwas mal wirklich zu einem Normalzustand geworden ist, dann wieder zurückzurudern, wird natürlich noch schwieriger. Gleiche wie im Kloster. Wenn gewisse Dinge sich einschleifen, dann ist es schwer, die wieder zu verändern. Am Anfang gibt's nur Brot, Butter und Käse. Kommt Joghurt dazu, dann kommen die Früchte dazu, dann kommen die Kekse raus, dann kommt noch ein Kuchen dazu, und dann ist das Müsli noch dabei. Bevor du dich versiehst, ist der Frühstückstisch so reichlich gedeckt, als wären wir hier irgendwo im Schlaraffenland. Und dann muss ich sagen, halt, stopp, zurück, einfach halten. Ja, wenn ich nichts sag, dann werden nur Eier gekocht, Rührei gemacht. Ja, aber diese Qualität, diese Sanftheit, diese Weichheit, wollte ich eigentlich heute Abend so einfach mal so ein bisschen beleuchten und euch ermutigen, da mal zu schauen. Wie fühlt sich ein weicher Geist an? Wie fühlt sich ein sanfter Geist an? Wie fühlt sich ein Geist an, der wie so ein Schwamm ist, der einfach alles absorbieren kann? Ja, woran nichts abstößt, woran nichts abprallt? Ja, wo einfach nur Sanftmut und Geduld und Liebe und Mitgefühl, wo all diese Qualitäten sich wirklich entwickeln, entfalten können. Ja. Wenn so ein Geist sich hinsetzt und einen Atem beobachten will, und kann er stundenlang gucken. Stundenlang beim Atem bleiben. Vollkommen zufrieden. Wunderbar. Keine Gedanken. So ein Geist, der findet dann auch die Sammlung, früher oder später. Wo der Geist sich wirklich in sich zurückzieht. Und dann ist Pause, Ruhe, Funkstille, Schluss aus. Für lange, lange, lange Zeit. Wenn man aus so einem Zustand rauskommt, wow, was war das denn? Weiß man, warum der Bruder den übermenschlichen Zustand genannt hat. Ein Zustand ist, den der normale menschliche Geist überhaupt keinen Zugang zu hat. Die meisten Leute meinen, sie können gar nicht aufhören zu denken. Sie müssen immer denken. Die meisten Leute können sich gar nicht vorstellen, mal 10 Minuten nicht zu denken. Dabei ist das so eine Bürde. Das ist echt schwer. Das ist ein Krampf. Ewige Gedankengezappel. Brauchen doch gar nicht zu denken. Zwingt uns doch keiner dazu. Oder? Er zwingt uns. Ja, bei mir ist jetzt Funkstille. Bei mir ist jetzt leer. Ausgelabert. Vielleicht hat ja noch jemand ein paar interessante Fragen zu dem Thema oder auch zu anderen Dingen. Das Doofe ist halt das, dass der ruhende Geist oder der schöne Geist ohne den anderen Geist eigentlich so gibt. Dann brauchst du eigentlich den, wenn alles schön wäre, würdest du nicht mehr erkennen, dass es schön ist. Sondern nur, wenn irgendwas Negatives noch dazukommt, erkennst du, dass es schön ist. Naja, nun, zunächst mal bewegen wir uns aber in der Welt der Dualität. Wir können ja nicht irgendwie, du kannst nicht gleich alles rausschmeißen. Geht nicht. Deshalb ist es einfach deshalb nennt der Buddha es ja ein graduelles, schrittweises Training. Das heißt, du gehst von, guckst dir da an, wo das Extrem ist, und dann balancierst du das erstmal aus. Bis du dich irgendwo da
ne, so in die Mitte gehangelt hast. Und von da, ne, da stehst du dann auf dem Sprungbrett. Ne, und da kannst du dann beides von loslassen. Aber wir müssen erstmal, ne, den Unterschied zwischen heilsam und unheilsam erkennen. Ne, den Unterschied zwischen grob und fein. Und diese Dualität, in dieser Dualität leben wir. Wir leben die ganze Zeit. Wir leben die ganze Zeit mittendrin. Wir sind die ganze Zeit am Kämpfen, unangenehme Dinge zu vermeiden, und angenehme Dinge wollen wir haben. Wir bewegen uns die ganze Zeit von unangenehmen Dingen weg hin zu angenehmen. Durch Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Fühlen, Denken. Die ganze Zeit. Und das ist ein Kampf. Aber indem wir eben erkennen, dass es angenehmer ist, wenn der Geist sich in heilsamen Bahnen bewegt, können wir dann mehr und mehr von den gröberen und unheilsamen Dingen, die wir als solche erkennen, loslassen. Ich kann nicht irgendwas loslassen, was ich noch nicht als solches erkannt habe. Und das ist das Problem. Und deshalb muss ich halt dieses genaue Hinschauen. Ist ja so wichtig. Ich muss ein Ding als das erkennen, was es ist. Wenn ich nicht in der Lage bin, den Unterschied zwischen heilsam und unheilsam zu erkennen, dann werde ich mich fast unweigerlich in Richtung unheilsam entwickeln, weil das eben der leichtere Weg ist. Für die Grundnatur nicht das Schöne zu sehen. Ja, es ist wie Wasser. Wasser läuft immer zum tiefsten Punkt. Ist einfach so. Und der Geist geht immer hin zu dem, was einfacher ist. Und deshalb kostet es ja Anstrengung, kostet es ja Energie. Aber die Energie zahlt sich letztendlich aus, wenn der Geist irgendwann in der Lage ist, diese Balance zu finden. Und von da kann er loslassen. Und dann kann er sich in der Sammlung, kann er sich wirklich in sich zurückziehen und beides loslassen. Wenn auch erstmal nur zeitweilig in der Meditation. Aber gerade diese Extreme sind ja oftmals die Dinge, aus denen wir lernen können, aus denen wir Weisheit schöpfen können. Ich weiß noch, meine erste Begegnung mit Ländern wie Marokko, Ägypten, Thailand, oder Indien. Ne? Ganz krass. Ne? Indien ist roh. So roh, ne? Dass du dich nicht mehr selbst belügen kannst. Ne? Das steht dir so im Gesicht. Ne? Die Situation ist so roh, so offen. Ne? Da ist Geburt und Tod, Alter, alles ist auf der Straße. Ne? Direkt vor deinen Augen. Da kannst du nicht weggucken. Also da musst du schon echt, musst du dir schon echt einen zaubern. Ne? Da kannst du nicht weggucken. Und gerade diese Extreme, wenn du sie siehst, ne? Die rütteln dich ja auch auf. Und das ist ja der Sinn der Sache. Normalerweise sind wir die ganze Zeit am Pennen. Das ist ja ein Problem. Uns geht's ja im Grunde viel zu gut. Ich meine, ich will jetzt nicht irgendwie wie die Mama oder der Papa klingen. Ne? Euch geht's ja viel zu gut heute. Aber ne, ist ja was dran. Ne? Ich meine, guck dir die Generation von unseren Großeltern an, von unseren Eltern. Da haben die mitgemacht. Ne? Und heute, wir fangen an zu meckern, wenn irgendwie, was weiß ich, zu viel Honig im Tee ist oder was weiß ich, keine Ahnung, zu wenig Honig im Tee. Das ist ja schon das Extrem, was du jetzt gerade gesagt hast mit Indien. Was machen wir? Wir freuen uns über die Geburt und das, was dann zum Tod hingeht, das tun wir dann jetzt alles rein. Ja, wir zelebrieren Anfänge. Wir zelebrieren Anfänge, wir feiern Anfänge. Ne? Und eigentlich der Buddha sagt, Ajahn Chah, das war auch einer von Ajahn Chahs Sprüchen, gesagt, ich will den Pfad, der zu einem Ende führt. Ja? Und die meisten Leute wollen wir alle ein Ende. Wir wollen, dass der Tag umgeht, dass die Arbeit vorbei ist, dass wir abends zu Hause sitzen. Wir wollen, dass der Check kommt. Wir wollen, dass wir endlich in Urlaub fahren können. Klar, wir warten auch auf irgendeinen Abschluss. Ja? Wo wir dann sagen können, jetzt leben wir glücklich und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Ja, ich meine, aber da warten wir schon seit unzähligen Leben drauf. Der kommt nicht. Das einzige Ende ist raus aus dem Kreislauf von Geburt und Tod, weil da ist kein Ende zu finden. Und
überhaupt in diese Richtung zu gehen, bringt uns halt nur dieses wirkliche Hinschauen, dieses wirkliche sich auseinandersetzen mit der Realität, die ja in uns allen drinsteckt. Ja, ich meine, jemand, der weise ist, der braucht nicht nach Indien zu fahren, um irgendwelche Extreme zu sehen. Die Extreme sehe ich in mir. Brauche ich mir nur meinen Geist angucken. Ja, wenn ich genau hinschaue, habe ich die Extreme auch da. Ja, aber das Geschick ist eben halt aus den äußeren Dingen, die äußeren Dinge nach innen zu bringen. Ja, eine Situation, die ich außen sehe, auf mich selbst zu beziehen. Da ist die Praxis. Ja, die meisten Leute, die gucken da draußen, aber die machen nie, die stellen nicht die Verbindung her. Ich gucke mir die Nachrichten an, ob das Bangladesch ist, ob das irgendwo, es spielt überhaupt keine Rolle, ist aber immer nur da draußen. Aber den Rückschluss, den Bezug zu mir, den stellen die wenigsten her. Und nur darüber kriegst du ja dann diese innere Aufrüttelung, die dich letztendlich motiviert, auch bei dir mal genauer hinzuschauen. Und dann siehst du im Prinzip die gleichen Muster, die gleiche Struktur. Die ist universal, die ist überall die gleiche. Das Negative, das Leidnissen. Ja, zur Motivation. Und nicht um depressiv zu werden, sondern, wenn man halt vielleicht das zwischen Erwachen, das kann man dann halt sagen. Ist ja genau das Problem. Ja. Der Buddha sagt, die erste edle Wahl ist Leiden. Genau. Ne? Aber für die meisten Leute ist Leiden so grauslich, überhaupt die Möglichkeit zu kontemplieren, zu reflektieren oder hinzuschauen, dass sie die ganze Zeit davon weglaufen. Ja? Heißt, wir schauen ja nicht hin. Heißt, wir bilden uns ein, Leiden zu kennen. Ja? Aber in Wirklichkeit schauen wir ja gar nicht richtig hin. Wir wissen ja gar nicht, was wirklich Leiden ist. Weil die Definition, nach der Definition vom Buddha, wenn du wirklich Leiden als Leiden erkannt hast, ist ein Strom eingetreten. Hast du Dhamma gesehen, hast du die erste Wahrheit gesehen. Und das sollte man immer wieder bedenken. Ne? Weil das war die erste Lehre, die der Buddha gegeben hat. Warum hat er die gegeben? Als allererstes. Wirklich, wirklich zu sehen, ist befreiend. Wo liegt das Problem? Müssen wir uns fragen. Allen Ernstes. Oder man kann ja auch andersrum fragen. Warum ist es befreiend, Leiden zu verstehen? Oder warum kann es befreiend sein, wenn man das als Hypothese, man kann auch sagen, warum sagt der Buddha, es ist befreiend, Leiden zu verstehen? Wie kann es befreiend sein, Leiden zu verstehen? Und ich weiß, dass mich dann nichts mehr hält und dass es nur den einen Weg zu verfolgen gibt. Naja, den hast du aber dann immer noch nicht. Hast ja noch nichts. Du gibst ja nicht was auf, wenn du nichts Besseres hast. Oder? Nö, aber das erfahre ich ja dann auf dem Weg, wenn ich mich auf den Weg mache, wenn ich weiß, wenn ich verstanden habe, hier gibt's nichts mehr, hier gibt's nichts zu holen, dann ist genau das, was du gesagt hast, nichts wie weg hier. Raus hier. Ja, aber der Buddha sagt, Dhamma ist akaliko, ist zeitlos. Das, in dem Moment, wo du kapierst, ist es vorbei. Dieses direkte, unmittelbare. Und das können wir im Kleinen selber erfahren, erleben. Ja. Weil, das ist ja ein Grund für Leiden. Leiden ist ja nicht irgendwie irgendein metaphysisches Gebäude, bla bla bla. Ja. Sondern Dukkha ist, weil da ist ein Grund dafür, ist eine Ursache dafür da. Und in dem Moment, wo wir Dukkha wirklich als Dukkha, Leiden wirklich als Leiden sehen, sehen wir nicht nur Leiden als Leiden, sondern wir lassen automatisch von der Ursache los. Und das ist eben genau das, dieses Halten, dieses Festhalten. Das ist halt die unmittelbare Unmittelbarität. Gibt's nicht, weiß ich auch, ihr wisst, was ich meine. Also eine kleines Basisleiden müssen wir doch einfach haben, weil sonst. Ja, du kannst dein Leiden behalten. Nee, sonst kommst du ja eigentlich gar nicht, also wenn das alles schön wäre, kommst du gar nicht zum Nachdenken. Es geht ja nicht um schön. Es geht darum zu kapieren, dass es schön nur gibt, wenn unschön da ist. Das ist ja das Problem. Ja. Solange ich an schön festhalte, habe ich ein Problem, weil irgendwann ist nicht mehr schön. Ja, das habe ich mir selber schon gesagt, aber
Also wenn das draußen in der Höhle nicht eiskalt gewesen wäre und das zu einer gewissen Art von Leiden geführt hätte, was weiß ich, würden wir hier nicht in einem Haus sitzen, sondern in irgendeinem draußen im Wald und würden uns frieren. Also was weiß ich, hier war auch mal ein Basisleiden. Genau. Und aus dem hat sich was entwickelt. Und der große Nachteil ist aber der, dass halt diese Entwicklung dann automatisch neues Leiden mit sich führt. Also sehe ich da ein größeres Haus und ein kleines Haus, anstatt dass man halt einfach... Ja, aber genau das ist ja der Weg der Welt. Ja. Das ist ja der Weg der Welt. Die Welt bewegt sich die ganze Zeit weg von, ob es jetzt wirklich Leiden ist oder ob es scheinbares oder gemachtes oder angenommenes Leiden ist, sei mal dahingestellt. Ja. Ne? Aber die Tendenz von allen Wesen im ganzen Universum ist, von dem, was unangenehm ist, wegzukommen zu dem, was angenehm ist. Und das ist die Tendenz. Und genau da hat der Buddha gesagt, das ist ein endloses Spiel. Ja? Und da ist das Problem. Das ist ein endloses Spiel. Du musst das Leiden im Angenehmen erkennen. Dann hast du das Ticket raus. Und das sind wir nicht gewillt zu tun. Wir sind nicht bereit, das Leiden in dem zu erkennen, was uns angenehm und lieb ist. Bis wir zunächst mal, und da ist dieses graduelle, schrittweise Training, was Besseres gefunden haben. Ja? Und genau deshalb, wir können nicht aus dem tiefsten Leiden heraus zur Befreiung zu kommen, ist unmöglich. Ja? Der Buddha hat gesagt, du brauchst bestimmte Bedingungen. Du brauchst einen relativ gesunden Körper. Ja? Du brauchst relativ, ne, gute Verdauung. Du brauchst einen relativ gutes Klima. Na, du brauchst bestimmte Bedingungen. Na, wenn du ständig auf Hunger, auf Nahrungssuche bist, na, hast du gar keine Chance, dich um irgendwas anderes zu kümmern. Ja, das ist so wie in der Höhle. Du drin sitzt in der Höhle und jammerst so, scheiße, ist es kalt, kommst du nicht weiter. Sondern du musst halt rausgehen und draußen irgendwo aus Holz und was auch immer dir eine Hütte bauen. Ja. Da kannst du mal werden. Genau. Und das ist halt Floß. Der achtfache Weg. Achtfache Pfad, der Buddha als Floß, Beispiel als Floß. Floß musst du dir erstmal zusammenbasteln. Dann kannst du den Fluss überqueren. Aber die meisten Leute laufen an dem Ufer auf und ab. Die haben ja keinen Bock, den Fluss zu überqueren. Oder gar nicht die Motivation. Oder nicht das Zeug dazu. Oder was auch immer. Die meisten von uns laufen auf dieser Seite vom Fluss auf und ab. Weil wir die Gefahr von diesem Ufer noch nicht erkannt haben. Weil immer noch genug, wie du sagst, Angenehmes gibt, dem wir uns hingeben können, ne? Wo wir vielleicht unseren Preis für bezahlen, aber den zahlen wir ja auch gerne. Das ist eine Schokolade. Ja. Also damals, ich glaube, Prison Ashram war so eine Organisation von Leuten, die halt in verschiedenen Gefängnissen, in erster Linie Death Row, so Meditation und so Sachen angeboten haben. Die haben halt so ein Magazin rausgebracht. Haben wir bezogen, weil wir auch Gefängnisarbeit gemacht haben in Australien. Und da ist dieser eine Spruch von einem dieser Leute, die im Gefängnis waren. Ja, irgendwie so übersetzt, jetzt grob übersetzt, irgendwie so ist, also es ist fast unglaublich, mit wie viel Mist wir uns bereit sind abzugeben für dieses kleine bisschen Glück, was dabei rausspringt, so ungefähr in dem Stil. Ne? Ja, komme ich immer wieder drauf, ne? So die Zeit, die wir wirklich, oder die viele Leute haben, um wirklich in Urlaub zu fahren. Ja, oder ne, so das, was man ja eigentlich als, ne, wo man ja eigentlich drauf hinarbeitet. Ich bin früher für meine 6 Wochen Ferien bin ich zur Schule gegangen. einziger Anreiz, da hinzugehen, weil ich irgendwann mal wieder 6 Wochen Ferien kriege. Ne. Aber die Leute heute, die arbeiten irgendwie 12 Monate im Jahr oder ne, 11 Monate im Jahr oder 11,5 Monate für ihre 3 Wochen Ferien oder so. Aber man muss halt eben lernen, immer Ferien zu haben. Das ist halt die Geisteshaltung.
ich mit der richtigen Geisteshaltung, ne, meinen Job mache, dann ist wie dieser Gary Larson Cartoon. Kennst du Gary Larson? Ist nicht so bekannt in Deutschland. Kennt jemand Gary Larson von euch? Ihr kennt den, ne? Das ist ein Gary Larson Cartoon. Das ist ein Typ in der Hölle irgendwie, ne? Und der fährt irgendwie eine Schubkarre, ne? Mit glühenden Kohlen, ne? Ist am Pfeifen und ist richtig froh, ne? Und da hinten stehen irgendwie zwei so, ne, so Höllenwärter, ne? Und der eine sagt zu dem anderen: Ich glaube, wir kommen einfach nicht durch bei dem Typ. Ja, er war nicht in der Hölle, hatte Spaß. Da kommt eben der gute Geist wieder rein. Hm. So schwammig ist er, alles aufsaugt. Ja. Das ist Spruch, die Wahrheit liegt im Auge des Betrachters. Ja, Deutschland hat unheimlich tolle, gute Sprüche. Ja. Das ist voll der Dichter und Denker. Ja, ist wirklich, ne? Also gibt ganz, ne? Alleine so Leute wie Wilhelm Busch und keine Ahnung, der ist aber einfach genial, der Typ. Der hat bestimmt auch Pilze drauf, ja. Oder Hieronymus Bosch. Kennst du den? Bilder von Hieronymus Bosch? Nee. Musst du dir mal angucken. April. Das ist von Hieronymus Bosch, ja. April. Na, fährt jemand mit nach Thailand, Montag? Warum nicht? Ich komme nach. Du kommst nach. Ich würde ja aber eine Sache an einem Haus. Ja, stimmt, hast eine gute Ausrede. Okay. Schluss machen. Noch jemand? Was? Wir dürfen ja gar nicht mit dir reisen. Bitte? Wir dürfen ja gar nicht mit dir reisen. Solange wir das nicht gemeinschaftlich besprechen. Ja, also ich darf nicht mit einer Frau reisen, wenn ich darf keine Reise verabreden. Na Frau. Aber wenn wir zufällig auf dem gleichen Flieger sind. Okay. Araham Samma Sambuddho Bhagava Buddham Bhagavantam Abhivadi Svakato Bhagavata Dhammo Dhammam Namassami Patipanno Bhagavato Savaka Sangho Sangham Namami.